Servus und herzlich willkommen zurück bei Pidodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte euch heute 8 coole Ideen zeigen, wie man Designs in Animal Crossing nutzen kann. Und die habe ich alle rausgesucht und zeige euch auch Beispielsachen. Also dieses Video war sehr, sehr aufwendig, Leute. Also lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, abonniert mich unten kostenlos und das wird mich sehr unterstützen. Und ich würde sagen, wir legen los. Let's go mit dem Video. Die ganzen Design-Codes findet ihr übrigens in der Infobox verlinkt oder sie sind hier im Video irgendwo eingeblendet. Ich glaube, das schaffen wir auch und wir legen los mit dem ersten Design und zwar die Schattenuhr. Und ich finde dieses Design echt, echt cool. Das funktioniert auch. Also falls sich jetzt Leute fragen, funktioniert das überhaupt? Ich habe es ausprobiert. Ich bin wirklich getime-getraveled extra für euch. Ihr wisst ja, ich mache das normalerweise nicht, aber für die Videos geht es halt manchmal nicht anders. Und ich bin... Also ich habe ausprobiert, ob der Schatten wirklich bei 6 Uhr bzw. bei 12 Uhr liegt und ja, tatsächlich. Also es funktioniert und es sieht mega, mega, mega gut aus. Das zweite Design ist der Duschabfluss. Wow, was für ein schönes Wort. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht um einen Duschabfluss. Ich finde einfach diese kleinen Details richtig, richtig cool. Und wenn da so ein Design liegt unter der Dusche mit einem Duschabfluss, weil... Obviously, wenn du eine Dusche hast, brauchst du auch einen Abfluss dafür. Finde ich das auf jeden Fall cool, weil da so eine Kleinigkeit, so ein Detail und ich liebe Details. Also ja, ich mag das Design. Nummer 3 sind die Kreide-Details auf dem Spielplatz und dieses Design feiere ich auch richtig, weil mich einfach diese Pastelltöne so an meine eigene Kindheit zurückerinnern. Ich habe das auch immer auf dem Asphalt draußen aufgekritzelt und... Es ist einfach schön, auf dem Spielplatz so ein bisschen Kreidemalerei von den Kindern zu sehen. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das in Animal Crossing nachzumachen. Für alle Fairycore-Leute unter euch, und ich finde ja Fairycore richtig, richtig cool, gibt es jetzt Kröten. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, es gibt Kröten. Guckt euch mal das an. Da hat eine Creatorin oder ein Creator einfach mit den Mützendesigns eine Kröte gemacht. Und das sieht so cool aus. Und es gibt es auch in verschiedenen Tieren. Also wie ihr seht, den Igel habe ich auch gefunden. Es gibt aber auch einen Hasen. Und ich glaube, Katzen hat sie auch gemacht. Oder eher, ich weiß es nicht. Aber ich finde das wunderschön. Gleichzeitig hat dieser Creator auch dieses Pilzdesign gemacht. Und dieses Pilzdesign passt einfach perfekt zum Pilzbaumstumpf oder zur Pilzpalme. Und finde ich einfach auch wunderschön. Das fünfte Design, das ich euch gerne zeigen möchte, ist diese kleine Pfütze für die Wasserpumpe. Und finde ich auch wunderschön, egal ob man jetzt die Pumpe ganz ranstellt oder so ein Stück weit weg. Es passt beides und es sieht einfach nur cool aus. Und es ist wieder so ein Detail. Wenn man daran vorbeiläuft, denkt man sich so, oh cool. Einfach ein kleines Detail, das sonst einfach, ja, nicht da wäre. Und jetzt ist es da und es sieht einfach schön aus. Ja, ich weiß, wir haben jetzt die Möglichkeit zu kochen in Animal Crossing. Trotzdem bin ich immer noch von diesen Torten begeistert, die manche Leute mit dem Hütedesign machen. Also diese Torten sehen einfach so, so lecker aus. Und man kann ja mit den selbstgekochten, selbstgebackenen Torten und Kuchen, die es da bei Animal Crossing schon gibt jetzt, auch die so darunter mixen. Und ich finde, es sieht einfach immer schön aus, solche designten Torten hinzustellen. Obwohl es Hüte sind. Aber es sieht cool aus. Nummer 7. Wer kennt es nicht, wenn der Postbote wieder mal das Paket nicht dort ablegt, wo er sollte? Ja, genau das passiert jetzt auch in Animal Crossing, weil wir haben ein Paketdesign. Und das ist nichts anderes wie ein Kissen, wo dieses Design drüber gelegt wird. Und es sieht einfach aus wie ein Amazon-Paket oder ein Nookasum-Paket. Und dann gibt es auch noch diesen Regenschirm, der auch aussieht wie ein Amazon-Paket. Einfach herrlich, findet ihr nicht? Und last but not least, mein absolutes Lieblingsdesign, die Schildkröten. Ich habe sie damals schon auf meinem ersten La Calma gehabt. Das heißt, das war die Insel, wo ich noch gar nicht gestreamt habe und noch gar keine Videos gemacht habe. Da habe ich schon das Schildkrötendesign genutzt und einfach mit diesen Muschelhockern drüber. Es sieht so herrlich aus. Und dann gibt es jetzt noch kleine Schildkröten, die man so hintrapieren kann, als würden sie gerade aus ihren Löchern schlüpfen, also mit den Eiern. Und also die Eier sind nicht da, aber man kann hinten die Löcher graben und dann sieht es so aus, als würden die da gerade geschlüpft sein und zum Meer hinkrabbeln. Und es sieht einfach herrlich aus. Und man kann die Muschelhocker auch noch umgestalten, wie man möchte. Und ich liebe es einfach. Und es ist mein absolutes Lieblingsdesign von allen.
So da, ich hoffe, es war das ein oder andere Design auch für dich dabei, für mich auf jeden Fall. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, würde mich sehr unterstützen. Abonniert mich unten kostenlos und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Bis bald und ciao!